Apfelsorten gibt es aber Tausende am Markt verfügbar. Moderne Sorten, alte Sorten und vor allem bei den alten Sorten gibt es einige, die sich einfach über die Jahre hinweg ganz besonders bewährt haben und die auch in Zukunft noch eine große Rolle spielen werden. Und genau auf solche Sorten möchte ich in diesem Video mit euch eingehen, unsere liebsten alten Sorten präsentieren. Vielleicht ist ja für euch was Spannendes dabei. Viel Spaß! Eine Sorte, die vor allem in Österreich sehr weit verbreitet ist, weil sie eine steirische Sorte ist, eine aus der Steiermark stammende Sorte, das ist der Kronprinz Rudolf. Und vor dem Kronprinz Rudolf stehe ich hier gerade. Kronprinz Rudolf ist eine Sorte, die sowohl im Privatanbau, im Liebhaberanbau, aber auch im Erwerbsobstanbau noch eine Rolle spielt. Das liegt vor allem daran, dass Kronprinz Rudolf ein sehr typisches, nur schwer zu verwechselndes Erscheinungsbild hat. Ganz typisch für Kronprinz ist, dass er sonnseits rot gefärbt ist, aber überall, wo die Sonne nicht direkt hinkommt, ist er auf der Rückseite grün. Auch bei voller Reife ist er hinten noch grün auf der sonnenabgewandten Seite. Und was auch so ganz typisch für ihn ist, dass man ein jedes Blatt an der Schale erkennen kann. Überall dort, wo ein Blatt das Sonnenlicht nicht direkt auf den Apfel scheinen lässt, ist er darunter gleich grün, hat er keine rote Deckfarbe und das macht diesen Apfel einfach typisch. Es ist kein besonders großer Apfel, er ist klein bis mittelgroß, sehr handlich, dadurch auch ideal, um ihn zum Beispiel Kindern als so kleinen Snack mitzugeben in die Schule, aber natürlich auch für Erwachsene ein toller Snackapfel. Geschmacklich ist der Kronprinz Rudolf etwas, was ich als ausgewogen beschreiben würde. Er ist prinzipiell ein süßer Apfel, der aber auch etwas Säure mitbringt und ein feinzelliges Fruchtfleisch. Er ist nicht grob, er ist nicht hart, aber trotzdem knackig und das macht ihn insgesamt einfach im Gesamtbild rund und angenehm zu essen. In der Aromatik ist Kronprinz Rudolf fein, elegant mit einfach ganz typischen unverkennbaren Apfelnoten. Äpfel können ja auch verschiedene Geschmäcker haben, verschiedene Aromen ausbilden und Kronprinz ist da einfach ein besonders typischer Vertreter, was man einfach unter Apfelaromatik versteht. Dadurch, dass Kronprinz Rudolf in der Fruchtgröße nur mittel ist, sind auch seine Erträge pro Baum als mittel einzustufen. Er gehört sicher nicht zu den höchst tragenden Sorten. Bei Hektarerträgen wird bei ihm irgendwo bei rund 40 Tonnen wahrscheinlich Schluss sein. Da kann man mit anderen Sorten mehr erzielen und trotzdem ist er aber eine Sorte, die auch im Erwerbsobstanbau noch eine bedeutende Rolle spielt, vor allem am österreichischen Markt, weil für ihn auch höhere Preise erzielt werden können, als das bei anderen Sorten der Fall ist. Vor allem Liebhaber wissen den Kronprinz Rudolf wirklich zu schätzen. Damit ich eine Sorte als alte Apfelsorte bezeichne, muss sie meiner Meinung nach mindestens 100 Jahre alt sein. 20, 30, 40 Jahre, das ist eigentlich für eine Obstsorte fast nichts. Der Kronprinz Rudolf, der ist das erste Mal 1860 erwähnt worden und damit ca. 160 Jahre alt. Bei der Sorte, vor der ich jetzt gerade stehe, die hat sogar noch ein paar Jahre mehr am Buckel, denn die ist das erste Mal 1856 erwähnt worden und zwar damals als Schöner von Boskop. Ich stehe hier also vor Bäumen der Sorte Boskop. Der Schöne von Boskop, der hat sich über die Jahre sozusagen immer wieder etwas weiterentwickelt. Es hat natürliche Mutationen, natürliche Erbsprünge gegeben und das Resultat daraus war dann das, dass man Boskop-Äpfel gehabt hat, die einfach immer schöner, attraktiver, rot ausgefärbt waren. Und die Bäume, vor der ich hier gerade stehe, das ist genau so ein Typ des roten Boskop. Er ist heute... Das Video wird jetzt gerade Ende September aufgenommen und wir haben ein sehr spätes Jahr. Noch nicht perfekt reif. Die Äpfel hier am Baum werden in den nächsten Tagen sicher noch attraktiver gefärbt. In frühen Jahren ist der Boskop Ende September bis Anfang Oktober zu ernten. In normalen oder so wie in diesem Jahr auch etwas späteren Jahren, da kann die erste Pflücke auch schon in den Oktober hineinrutschen. Beim Boskop ist jetzt ganz typisch, dass es ein sehr großfruchtiger Apfel ist. Es ist eine sogenannte triploide Sorte, kann also sehr große Früchte ausbilden. Dazu vielleicht auch etwas,
Boskop oder generell triploide Sorten sind keine guten Befruchter für andere Apfelsorten. Kronprinz als diploide Sorte ist für die allermeisten anderen Äpfel als Befruchter sehr gut geeignet. Durch die sehr großen Früchte hat Boskop jetzt ein sehr hohes Ertragspotenzial. Im Erscheinungsbild ist nicht nur die rote Farbe typisch, sondern auch die Berostung an den Früchten. Das braun berostete in Kombination mit dem Rot und dieser Größe, das ist das, was den Boskop eigentlich fast ein bisschen unverkennbar macht. Insgesamt ist es so, dass Boskop im Aroma sicherlich säuerlicher ist als zum Beispiel ein Kronprinz Rudolf. Ich würde ihn auch generell als säuerlichen Apfel einstufen, allerdings mit einem angenehmen, intensiven Aroma. Und Leute, die säuerliche Äpfel mögen, die lieben im Normalfall auch einen Boskop. Durch seine Würze, die er in der Aromatik hat, ist er auch für alle Verarbeitungszwecke in Kombination mit der Säure geeignet. Egal, ob man ihn zu Saft, zu Cider oder auch in der Küche einfach zu Apfelstrudel verarbeitet, genau da macht sich ein Boskop mit seiner Säure, die er mitbringt, richtig gut und peppt, egal ob das jetzt der Saft ist, das Produkt etwas auf oder er bringt auch etwas Pfiff mit und macht den Apfelstrudel dann auch wirklich gut und nicht nur rein süß. In guten Jahren kann es der rote Boskop zu sehr, sehr hohen Erträgen schaffen. Für was Boskop aber nicht unbedingt bekannt ist, ist für eine hohe Regelmäßigkeit in seinen Erträgen, denn beim Boskop können hohe und geringe Erträge von Jahr zu Jahr stark schwanken. Er ist alternanzempfindlich, das bedeutet, wenn in einem Jahr zu viele Äpfel am Baum wachsen, ist im kommenden Jahr schon der Blütenknospenbesatz schwächer, dann hat er im kommenden Jahr einfach kein hohes Ertragspotenzial. Und Boskop zählt auch sicherlich nicht zu den blütenfrostfesten Apfelsorten, also auch hier ist er in der Blüte einfach etwas sensibler als andere. Im Durchschnitt bringt man es aber bei guter Pflege und bei einem guten Standard bei Boskop trotzdem im Vergleich zu ganz vielen anderen alten Sorten auf hohe Erträge und vor allem eben mit einer wirklich interessanten Frucht, die nicht nur im Liebhaberanbau, sondern auch im Erwerbsobstanbau immer noch Anklang findet. Boskop in Summe einfach eine interessante alte Sorte, die auch in Zukunft weiter ihr Gewicht haben wird. Nach diesen beiden alten Sorten komme ich jetzt zu einem wahren Urgestein unter den Apfelsorten, und zwar ist das der rote Herbstkalwil. Der ist nämlich das erste Mal schon im 16. Jahrhundert erwähnt worden, 1565, und zwar in Stuttgart, also das erste Mal in Deutschland. Der rote Herbstkalwil ist aber nicht nur in Deutschland bekannt und beliebt, sondern auch genauso in Österreich. Er ist typisch dunkelrot gefärbt, hat auch als Synonyme, also auch andere Namen, unter denen er bekannt ist, zum Beispiel Krampusapfel, Himbeerapfel, Erdbeerapfel oder auch Schepperapfel. Ich habe mich eine Zeit lang gewundert, warum, bis ich dann das erste Mal probiert habe, ob dieser Apfel wirklich scheppert. Und ja, er tut es leicht, denn er hat innen im Kerngehäuse die Kerne etwas frei liegend und dadurch können sie sich bewegen und wenn man genau hinhört, hört man im Inneren des Apfels die Kerne scheppern, wie wir im Dialekt sagen. Diese ganzen Eigenschaften oder auch zum Beispiel das Gerippte am Apfel, was ganz typisch für den roten Herbstkalwil ist, die machen ihn wirklich unverkennbar. Wer diese Sorte kennt und einen roten Herbstkalwil sieht, der wird ihn auch wiedererkennen. Im Geschmack ist der rote Herbstkalwil eher süßlich. Im Ertrag ist der rote Herbstkalwil als eher mittel einzustufen. So hoch wie ein Boskop wird es bei ihm nicht kommen. Aber ein Vorteil beim Herbstkalwil ist der, dass er diese Erträge sehr regelmäßig bringt. Also man kann sich jährlich auf eine gute Ernte freuen, wenn man ihn auch dementsprechend pflegt und wenn er einen guten Standort hat. Eine Eigenschaft, die ich euch jetzt fast unterschlagen hätte, wäre noch das Fruchtfleisch beim roten Herbstkalwil. Das ist nämlich wirklich strahlend, rein weiß, aber direkt unter der Schale ist das sehr gern rosa gefärbt. Vor allem dann, wenn er sehr gut reif ist oder etwas überreif ist, dann ist dieses rosa-rot am meisten ausgeprägt. Diese Eigenschaft macht ihn auch wieder spannend in der Verarbeitung. Auch in der Gastronomie ist sowas immer als Hingucker zum Dekorieren von Gerichten sehr begehrt.
und auch Verarbeitungsprodukte wie zum Beispiel ein Apfelsaft aus dem roten Herbstkalwil kann so einen rosa Ton, so eine rosa Note in der Farbe bekommen und das schaut einfach wirklich attraktiv schön aus. Auch ein wahres Apfel-Urgestein ist die Sorte Cox Orange, die ich jetzt hier für euch in meinen Händen halte. Cox Orange ist geschmacklich einer der allerfeinsten Äpfel. Mit seiner feinen Säure, mit seiner wirklich feinen, intensiven, guten Aromatik, einfach auch wirklich typisch Apfel, genauso stellt man sich einen Apfel vor, ist Cox Orange eine der absolut besten Sorten im Geschmack. Auch das ist ein Mitgrund, warum er in vielen heutzutage modernen Sorten, die angebaut werden, in der Züchtung mit eingeflossen ist und ein Elternteil oder vielleicht auch Großelternteil oder schon noch einen Schritt davor mit eingekreuzt ist. Cox Orange ist geschmacklich wirklich ein Highlight, aber es ist nicht so leicht, an reichlich Cox Orange in guter Qualität zu kommen. Denn das Schwierige bei ihm ist ganz klar der Anbau. Essen will ihn fast ein jeder sehr gerne. Im Anbau ist es leider so, dass Cox Orange sowohl scharfempfindlich ist, feuerbrandempfindlich ist, mehltauempfindlich ist, also nicht das, was man als robust bezeichnen kann. Auch andere Krankheiten wie Krebs oder Kragenfäule sind bei Cox Orange definitiv ein Thema. Auch die Frucht selbst ist gerne berostet, vielleicht noch einen Ticken stärker als der Boskop, den ich bevor beschrieben habe, oder einfach etwas anders als der Boskop. Denn Boskop ist über die ganze Frucht meistens relativ gleichmäßig berostet. Beim Cox Orange ist es oftmals so, dass er einzelne stark berostete Stellen mit dabei hat. Typisch bei ihm ist schon die flache Fruchtform. Typisch ist auch, dass er einen sehr kurzen und dicken Stiel hat. Also auch hier, wer ein Cox Orange Liebhaber ist und so einen Apfel essen kann, der wird ihn auf jeden Fall wiedererkennen. Ein Thema bei den Früchten ist leider auch Fäulnis, wenn sie irgendwo angestochen werden. Ihr merkt einfach schon, in Summe, Cox Orange ist wirklich nicht die robusteste Sorte, sondern eher im Gegenteil. Er ist vor allem im Liebhaberanbau noch ein sehr großes Thema, wegen seiner tollen Aromatik. Im Erwerbsobstanbau ist er aufgrund seiner sehr stark schwankenden Erträge und leider auch oftmals nicht so üppigen Erträge eher ein schwindendes Thema, würde ich jetzt mal so sagen. Wie gesagt, in der Züchtung, da ist er aber noch sehr, sehr gerne verwendet worden oder da stammen eigentlich viele moderne Sorten vom Cox Orange auch mit ab. Als Abschluss in diesem Video habe ich noch einen wahren österreichischen Geheimtipp für euch und zwar ist es der Lavantaler Bananenapfel. Der Lavantaler Bananenapfel ist eine Kärntner Sorte, die ca. 1870 herum das erste Mal erwähnt wurde und der Lavantaler Bananenapfel ist vor allem ein Apfel, den man auf österreichischen Streuobstwiesen noch häufig antrifft und der eben vor allem eine regionale Spezialität auch ist. Der Lavantaler Bananenapfel ist, wenn er reif ist, gelb, sonstseits mit einer roten Backe gefärbt. Das Spezielle am Lavantaler Bananenapfel ist einfach seine Aromatik, weil er wirklich fein, süß, säuerlich ist und bananenartig gewürzt im Geschmack, im Aroma und das bringen so kaum andere Apfelsorten mit. Der Lavantaler Bananenapfel ist ein Apfel, den ich vor allem auf Streuobstwiesen für die Produktion von Saft oder Most den größten Wert zusprechen würde, weil er hier seine spezielle Aromatik am besten zur Geltung bringt. Es ist ein Apfel, der Ende September, Anfang Oktober zu ernten ist, der dann etwas nachgelagert ab November auch seine absolut beste Aromatik entfalten kann, also kurz nachgelagert, schmeckt dieser Apfel am allerbesten. Das waren jetzt 5 meiner besten Sortentipps, wenn es um alte Apfelsorten geht. Es hat einen Grund, warum man heutzutage vor allem im Erwerbsobstanbau auf modernere Sorten setzt, weil diese optisch heutzutage eher den Ansprüchen der Konsumenten gerecht werden, die in Supermärkten einkaufen, weil die Lagerfähigkeit teilweise länger ist, weil die Erträge höher sind. Auch weil sie vielleicht über einen noch längeren Zeitraum ihren Geschmack voll entfalten können, nicht nachgelagert werden müssen. Aber
Es hat einen Grund, warum sich diese alten Sorten über Jahrhunderte hinweg mittlerweile wirklich bewährt haben. Sie sind fest etabliert und sie werden auch in Zukunft noch eine gewichtige Rolle spielen. Bei diesen alten Sorten kann ich zwar nicht sagen, dass sie zum Beispiel ein Schorfresistenzgen besitzen, wie das bei manchen neuen modernen Sorten der Fall ist, aber es ist ihnen einfach eine breite Robustheit zuzuschreiben, wenn man vielleicht so Prinzessinnen wie den Cox Orange außen vor lässt. In diesem Sinne, alte Apfelsorten können richtig Spaß machen. Wer diese Sorten noch nicht kennt, der sollte sie unbedingt einmal probieren. Und wenn ihr selbst Bäume von ihnen pflanzen wollt, dann schaut gerne mal auf unserer Website vorbei. Ich verlinke euch alle genannten Sorten in der Videobeschreibung. Schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Poelsdorf. Bis zum nächsten Mal.